Also wenn die PlayStation 5 wirklich so teuer wird, dann... Hallo und willkommen zu einem weiteren News-Video. Lang, lang ist es her, dass ich über die PlayStation 5 sprach. Es gab zurzeit einfach zu viele andere Dinge zu berichten. Und jetzt seien wir doch mal ehrlich, die vielen PS5-Gerüchte sind alle doch schon ziemlich vage. Trotzdem ist es an der Zeit, die gesammelten Infos der letzten Tage mal zusammenzutragen und sie in diesem Video hier auf die Menschheit bzw. euch loszulassen. Denn eins muss man ja sagen, uninteressant ist das alles sicherlich nicht. Und ja, ich mache es wie immer für die neuen Zuschauer und diejenigen, die bisher nichts über die Gerüchte mitbekommen haben, fasse ich die bisherigen Ereignisse nun mal kurz zusammen. Offiziell ist die PlayStation der fünften Generation allerdings schon mittlerweile. Das hat Sony zwar nicht auf einem großen Event gesagt, aber in diversen Interviews. Und ich sage nicht umsonst fünfte Generation, denn der Name PlayStation 5 ist bisher gar nicht gefallen. Sie wird zwar mit 90%iger Sicherheit so heißen, aber wer weiß, vielleicht hat Sony ja die Microsoft'sche Krankheit und nennt sie plötzlich PlayStation 1. Fakt ist, die PlayStation 5 wird mit sehr, sehr potenter Hardware daherkommen. Nämlich einem AMD Ryzen Prozessor mit 8 Kernen auf der gerade erst veröffentlichten Zen 2 Architektur. Der Name Ryzen wird zwar genannt, ob es aber wirklich ein vollwertiger Ryzen 3000 ist, wie ja, zum Beispiel der 3700X darstellt, das wissen wir noch gar nicht. Ja, und als Grafik kommt auch AMD zum Einsatz, und zwar mit der ebenfalls nagelneuen Navi bzw. RDNA Architektur, wie sie auf der Radeon RX 5700 zum Einsatz kommt. Da die aktuelle Version aber noch ein bisschen zu langsam für die PlayStation 5 ist und die PS5 ganz klar mit Raytracing beworben wird, darf man sicherlich davon ausgehen, dass erst die nächste Navi-Generation zum Einsatz kommen wird. Fakt ist aber jetzt schon, spezielle Raytracing-Kerne wie auf Nvidias RTX-Grafikkarten hier wird es nicht geben. Das Ganze wird über ja, die ganz normalen Recheneinheiten des Grafikprozessors berechnet und sollte demnach auch etwas langsamer daherkommen als bei Nvidia. Geprotzt wird von Sony mit 8K-Auflösung und 4K-Auflösung mit 120 Hertz. Klar ist nicht, ob damit einfach die Monitorbildrate gemeint ist oder die echten Spiele-FPS. Da es Stand heute aber keine Grafikkarte auf diesem Planeten gibt, die 120 Hertz in 4K bei modernen Spielen mit hohen Einstellungen bewältigt, sollte man nicht davon ausgehen, dass hier FPS gemeint sind. Es schwirren sogar schon Gerüchte im Netz rum, dass Spiele auf der PlayStation 5 bis zu 400 GB groß sein sollen, dass sie ja entsprechende Texturen für die 8K-Auflösung mitbringen. Sorry, völliger Bullshit. 8K wird für Spiele die nächsten Jahre wohl ein Wunschtraum bleiben. Die PlayStation 5 wird diese Auflösung zwar ausgeben können, aber nicht in Spielen berechnen können. Darauf verwette ich meinen ganzen Cookie-Vorrat. Trotz allem soll das Teil viel Power haben, was ich auch so unterschreiben kann. Trotzdem, lasst euch bitte nicht von diesem 8K und 4K missblenden. Die meisten Spiele werden sicherlich nicht mal die volle 4K-Auflösung nativ bieten können, sondern ja wieder rumtricksen müssen, wie es ja schon bei der PlayStation 4 und der PlayStation 4 Pro hier war. Oder ist. Dann gibt es natürlich noch eine SSD. Wenig überraschend. Ja, und da SSDs zwar günstig geworden sind, aber immer noch sehr teuer, kann man das mit 400 GB großen Spielen dann direkt als Mythos ablehnen. Mehr als 1 TB in der Grundversion wird es hier sicherlich nicht geben. Aber die SSD soll 19 mal schneller laden als bisher, was auch durchaus realistisch klingt. Eine neue PSVR-Brille wird es übrigens nicht geben. Trotzdem wird aber natürlich die alte PSVR-Brille unterstützt. Ja, und ganz klar wird der Fokus natürlich, und das habe ich ja schon oft gesagt, auf die Abwärtskompatibilität gelegt. Also wird man mindestens die meisten PS4-Spiele auch darauf zocken können. Nicht nur das, auch Cross-Plattform-Gaming mit PlayStation 4 und PlayStation 5 soll unterstützt werden. Und natürlich wird auch die PlayStation 5 keine reine Download-Konsole werden, sondern ein Disklaufwerk besitzen. Das sind alles Daten, die schon lange vor Sonys offizieller Aussage recht klar waren. Zumindest die Daten zu der technischen Ausstattung. Ja, wie viel und welcher Arbeitsspeicher jetzt zum Einsatz kommt, steht aber immer noch in den sonischen Sternen. Eventuell eine Mischung aus DDR4 und GDDR6 RAM oder komplett GDDR6. Dann wird es allerdings happig teuer. Ja, und genau da sind wir jetzt beim Kernthema dieses Videos, nämlich dem Preis der PlayStation 5. Viele vermuteten ja einen Preis von maximal 500 Euro oder US-Dollar. Nein, das ist nicht das, was ihr denkt. Also, es glänzt so viel, das muss man doch sauber machen. Die PlayStation 4 hier kostete bei Release ja 400 Euro. Also darf die neue nach all den Jahren auch, ja, sagen wir mal ruhig, 100 Euro teurer sein. Und das ist ja auch logisch und nachvollziehbar.
Ja, nun gab es noch den nicht ganz unbekannten, oder den gibt es glaube ich auch noch, unbekannten Analysten Michael Pächter, der im Rahmen der E3-Messe von 800 Euro für die PlayStation 5 sprach. Ja, und was denke ich jetzt so darüber? Ja, denn eins müsst ihr mir zugestehen, meine Analysen treffen auch nicht selten ins mittelgraue bis sogar tiefschwarze. Ich war ja von Anfang an auf dem Standpunkt, dass 500 Euro für die PlayStation 5 für die enthaltene Hardware unglaubwürdig sind. Es ist quasi überhaupt nicht machbar. Allein ein Ryzen 7 3700X kostet aktuell für den Endkunden rund 350 Euro. Ja klar, es wird noch etwas Zeit vergehen und natürlich wird Sony keine 350 Euro dafür zahlen. Das ist mir auch klar. Schließlich geht es hier ja um Millionen Stück. Noch dazu wird es sicherlich ein Package aus CPU und APU sein, die AMD dann extra produzieren lässt. Trotzdem, nehmen wir diesen Preis jetzt einfach mal als Anhaltspunkt. Eine Grafikkarte mit der Leistung, die die PS5 bringen soll, also mindestens 4K mit 60 FPS, kostet zurzeit mindestens 1000 Euro. Okay, Sony benötigt ja erstmal nur den Chip und noch dazu erscheint die Konsole ja erst in einigen Monaten und der Chip kommt am Ende von AMD. Und das ist so sicher wie die Cookies in meinen Videos, die PlayStation 5 wird nicht die Leistung der RTX 2080 Ti erreichen. Okay, jetzt sind wir mal großzügig und nehmen auch hier 350 Euro für eine Grafikkarte der Leistung der PlayStation 5 an. Dann werden wohl nur so circa 16 GB Arbeitsspeicher daherkommen, wovon mindestens ein Teil GDDR6 RAM sein wird. Für 16 GB GDDR6 wird auch Sony mindestens 100 bis 150 Euro hinblättern. Ja, dann noch eine 1 TB SSD für 100 Euro dazu, Kosten für Platine, Gehäuseproduktion und. Ihr seht schon, auch wenn Sony natürlich nicht die Preise zahlt, die ich vorhin jetzt so nannte, sollte bei diesen Zahlen eigentlich jedem klar sein, dass 500 Euro für die PlayStation 5 mit diesen technischen Daten eigentlich unmöglich durchführbar sind. Und ja, jetzt werden natürlich wieder viele mit dem Argument kommen, dass die Konsolenhersteller die Konsolen ja subventionieren, also unter Produktionskosten verkaufen. Und ja, es stimmt, das war früher sogar gang und gäbe, hier bei der PlayStation 1 zum Beispiel. Ist seit Zeiten der PlayStation 3 hier aber vorbei. Heutzutage verdienen Sony und Microsoft auch an der Hardware selbst. Summa summarum sollte man sich von 500 Euro ganz klar verabschieden. Es könnte durchaus sein, dass die PlayStation 5 am Ende wirklich die 800 US-Dollar bzw. Euro kosten wird. Aber ich selbst, ich suche hier jetzt einfach mal die goldene Mitte und sage, dass sie mindestens 600 Euro bzw. eher sogar 700 Euro kosten wird. Und diese Meinung wird von Sony selbst sogar jetzt noch unterstrichen. Denn Sony selbst spricht davon, dass die PlayStation 5 nicht billig werde. Ja, und damit sollte auch klar sein, dass das keine 500 Euro sein werden. Denn der Preis von 500 Euro, der wäre schlicht und einfach normal und zu erwarten. Noch dazu spricht Sony sogar von einem Nischenprodukt für ernsthafte Zocker. Wobei das auch wieder Deutungssache ist, denn auch die PlayStation 4 ist trotz der immensen Verkäufe nun mal ein Produkt für Hardcore-Gamer, ja, eher als für Gelegenheitszocker auf jeden Fall. Daher sehe ich den Satz jetzt nicht ganz so kritisch. Aber ein Preis von 700 bzw. 800 Euro könnte dem Erfolg der PlayStation 5 durchaus im Wege stehen. Eventuell wird Sony die PS4 bzw. PS4 Pro ja auch gar nicht auslaufen lassen, sondern ganz normal neben der PlayStation 5 weiterlaufen lassen. Und die PS5 daher eher als High-End-Produkt vermarkten. Wir wissen es halt nicht. Ziemlich sicher ist aber, die PlayStation 5 wird sich nicht jeder leisten können. Und daher sollte diese zumindest zur Release nicht unter besonders vielen Weihnachtsbäumen liegen. Denn es gibt ja nicht viele Kinder, die ein Weihnachtsgeschenk für 800 Euro bekommen. Apropos, am Release-Datum hat sich gar nicht viel geändert. Immer noch nicht offiziell das Ganze, aber es wird wohl ziemlich sicher kurz vor Weihnachten 2020 sein. Einige sprechen sogar von März 2020, das halte ich selbst aber für ziemlich unrealistisch. Also vergesst einfach den März, geht von Weihnachten 2020 aus. Deutlich mehr Zeit zum Sparen, würde ich sagen. Und zum Schluss dieses kleinen PlayStation 5 Updates gibt es noch eine kleine, aber feine Liste, die aber mit großer Vorsicht zu genießen ist, denn ein angeblich anonymer Entwickler will schon wissen, welche Spiele zum Launch bereitstehen sollen. Die Frage ist nur, ob das nun wirklich eine interne Liste von Sony ist oder ob das einfach seine persönlichen Vermutungen sind. Da ich solche Spekulationen aber einfach liebe, will ich euch die folgenden Spiele jetzt einfach mal nicht vorenthalten. Gran Turismo 7, PUBG Remastered in 4K, The Last of Us 2 Remastered, Ghost of Tsushima, ich weiß nicht mal, wie man das ausspricht, auch in der Remastered-Version. Battlefield, Bad Company 3, irgendein Harry Potter-Spiel, GTA 6 und ein neuer Assassin's Creed-Teil soll rauskommen. Okay, Gran Turismo 7 ist natürlich ziemlich glaubwürdig,
Aber ein PUBG Remastered? Wirklich? Dann noch zwei Remastered-Spiele und ein Harry Potter-Spiel. Ja, das klingt jetzt wirklich nicht allzu weltbewegend. Ja, Bad Company 3 könnte durchaus was werden. Ja, und bei Assassin's Creed kann man natürlich eh nichts falsch machen. Okay, alles sehr durchwachsen. Dafür gibt es aber den Knaller überhaupt. Wohl schon zu Weihnachten 2020. Nämlich GTA 6. Und sagen wir mal ehrlich, das Teil kann man jetzt schon ungesehen kaufen oder vorbestellen und wird eh wieder den Kauf einer PlayStation 5 wert sein. Trotzdem kann man schon enttäuscht sein, falls diese Liste jetzt so stimmt. Aber wenn, dann muss das ja auch noch nicht alles gewesen sein. Und ich habe schon so viele Konsolen-Releases mitgemacht. Ja, zum Release gab es eigentlich bei fast jeder Konsole kaum Spiele. Ja, und ich denke, das wird bei der PlayStation 5 jetzt auch nicht allzu groß anders sein. Dafür kann man aber halt schon auf der PlayStation 5 die PS4-Spiele jetzt zocken. Und das ist ja nun mal auch was Feines. Ja, und ich würde sagen, bis dahin vertreiben wir uns doch einfach die Zeit mit dem heutigen Kommentar des Tages. Okay, ganz so lang ist er nicht, aber immerhin sind wir der PlayStation 5 danach schon wieder ein paar Minuten näher. Ich verstehe nicht, wie du keine 100k Subs hast. Du machst die besten Hardware-News-Videos mit ganz viel Perspektiven. Irgendwo hoffe ich, dass du so klein bleibst, nicht weil ich es dir nicht gönne, ganz im Gegenteil. Ich habe nur Angst, dass die Qualität des Videos sinkt, denn es wurde wissenschaftlich erwiesen, dass die Qualität des Kanals proportional sinkt mit dem Aufstieg des Kanals. Hey Tobias, es ehrt mich wirklich, dass du das nicht verstehst. Sowas zeigt ja immer ganz gut, dass ich doch irgendwie eine ganze Menge richtig machen muss. Besonders, da du nicht der Einzige bist, der sowas geschrieben hat. Aber die 100k Abos kommen, so sicher wie der Ryzen 3150X in meinem PC da hinten. Die Frage ist einfach nur, wann? Mit der Qualität, da magst du nicht ganz so Unrecht haben. Diese sollte bei mir aber eigentlich eher genau in die andere Richtung tendieren. Ja, und das hat einen ganz einfachen Grund. Mit 100k Abos wird es keine Probleme mehr sein, Vollzeit-YouTuber zu sein. Soll heißen, mein bisheriger Job, der ist dann sicherlich Geschichte. Damit habe ich dann deutlich mehr Zeit für die Videoproduktion, die aktuell wirklich sehr begrenzt ist. Ja, besonders da News-Videos ja immer sehr zeitnah erscheinen sollten. Aber bei 100.000 Abos wird es dann auch mehr Praxisvideos in Sachen PC und Konsolen geben und sicher das ein oder andere neue Format. Nicht zu vergessen, Livestreams, da ich dann auch endlich das passende Internet dazu habe. Also an der Qualität wird sich negativ ziemlich sicher gar nichts ändern. Versprochen. Aber ja, bei einigen YouTubern ist das definitiv so zu beobachten. Aber solange sie trotzdem geguckt werden, scheint das ja auch nicht ganz so wichtig gewesen zu sein. Und ich erwähne es gerne nochmal. Die Wette steht bei 100.000 Abonnenten bis spätestens dem 31.12.2019 werde ich meine Haare hier oben knallorange färben. Das ist ja mehr als Grund genug, allen euren Freunden und Bekannten Bescheid zu geben, ein Abo dazulassen. Es liegt in eurer Hand, nicht in meiner. Aber noch kurz als Info an alle, die es nicht verstehen, dass mein Kanal noch so klein ist. Die meisten anderen großen Kanäle haben auch alle ein paar Jahre gebraucht und ich bin nun seit fast genau 4 Jahren mit diesem Kanal aktiv, also noch ziemlich gut im Soll und ich bin eigentlich zufrieden. Ja, und ich feiere bald tatsächlich mein 4-jähriges Jubiläum. So, nun gucken wir uns noch kurz die Umfrage des letzten News-Videos an und ich kann es leider nicht ändern, aber die Konsolenfans, ja, die müssen nun entweder abschalten oder die müssen jetzt einfach dadurch. Denn es geht um Grafikkarten, beziehungsweise eigentlich nur eine Grafikkarte, die ich im letzten News-Video ja besprochen habe. Nämlich die Nvidia RTX 2080 Ti Super, die aber wohl niemals nie erscheinen wird. Ich fragte euch daher, wünschst du dir eine 2080 Ti Super? Wer hätte es gedacht, als ich die Antwortmöglichkeit eintippte? 29%, also die klare Mehrheit, wünscht sich Cookies. Dabei sind sie doch deutlich leichter zu bekommen als eine RTX 2080 Ti Super. Ich verstehe es einfach nicht. 19% ist das Ganze ziemlich AMD, beziehungsweise egal. Nochmal 19% wünschen sich keiner und nur insgesamt 30% wünschen sich einer. Und ja, ich zähle mich mal zu den 18% von ja, aber kein Muss. Eine schnellere Grafikkarte ist doch immer schön. Naja, ja, ich wünsche sie mir. Nur 12% aber unbedingt. Also der Wunsch nach der 2080 Ti Super ist offensichtlich wirklich gering, was übrigens auch die Klickzahlen des Videos bestätigen, denn ja, die waren eher ein bisschen mau. Ich hoffe doch, dass das mit diesem Video ein bisschen anders aussieht und wenn ihr meint, dass sich der Klick aufs Video gelohnt hat, dann belohnt mich doch einfach mit einem beherzten Klick auf den Like-Button, der euch danach übrigens mit einem wunderbaren Farbenspiel belohnt. Probiert's aus, es ist wirklich lustig anzusehen, wie dieser ganz blau anläuft. Vielen Dank fürs Zuschauen, bis dann!